Wird das alles gut heute enden? Es tut jedenfalls gut, freundliche Gesichter zu sehen. Danke, dass ihr uns mit dieser Mahlzeit gesegnet habt, Schwestern. Sie wird uns gewiss neue Kraft verleihen. Die alten Knochen haben keine Kraft mehr. Und ein Mahl wird wohl nicht viel ausrichten, die gerade förderlich in einer zugigen Bibliothek festzusitzen. Ich glaube nicht, dass ihr jemals Kraft hattet, alter Mann. Ich bin sicher, ihr müsst nicht mehr lange hier bleiben. Andreas hat uns sehr geholfen, die Wache zu passieren, die Peter aufgestellt hat. Ich bin nur froh, dass. Wir können wieder auf die Bücherei gehen, aber. Boah, das ist schon ein bisschen übertrieben. Wir können Mutter Illuminata loben, finde ich auch gut. Ich brauche eine Pause von den Stadtproben, will ich nicht sagen. Bin nur froh, dass ich helfen konnte. Ich glaube, es war der Plan von Mutter Illuminata. Credits where credits have to go. Das muss ich nicht drücken. Sie war sehr gründlich in ihren Vorbereitungen. Boah, sie hat uns sogar Rotwein mitgegeben. Wir haben Wein, Käse und Brot. Wir essen Käse, Brot und Wein. In der Reihenfolge, meiner Meinung nach. Natürlich, ich meine, was würden die Mönche nur tun, wenn sie ihren Alkoholpegel nicht halten könnten? Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wie lange werden wir in diesem zugigen alten Turm festsitzen? Ich benötige Schwester Gertrudes Medizin, die steht neben dir. Keine Sorge, Bruder Edok. Ich bin sicher, ich kann sie bringen. Habt ihr Beweise gefunden, wer Otto wirklich ermordet hat? Ich habe erst gerade begonnen, Vater, das wird seine Zeit dauern. Ich habe einige Vermutungen, aber ich kann noch nichts bestätigen. Ich denke, ich weiß, wer Otto ermordet hat, aber im Augenblick muss ich Peter davon abhalten, die Abtei niederzubrennen. Ich habe Vermutungen, aber ich kann noch nichts. Ich gehe damit. Guter Gott. Andreas, was tut ihr hier? Ihr müsst sie überzeugen. Dass ich es nicht war. Ich gebe mein Bestes, habt ein wenig Geduld. Euer Kopf steckt nicht in der Schlinge, Maler. Kommt, Vater, esst etwas. Ein gutes Mahl beruhigt die Nerven besser als jede Medizin. Gestern Nacht war schrecklich viel Lärm zu hören. Wurde jemand verletzt? Niemand wurde verletzt, aber die Bauern haben die Kirche in dieser Kristall geplündert. Nein, nicht verletzt, nur betrunken vom Messwein. Nein, doch morgen wird wohl der heilige Kater heimsuchen. Ich glaube, in seinem Alter sollten wir ihm vielleicht keinen Schrecken machen. Ich will nicht, dass er am Ende im Herzversagen stirbt. Ich glaube, wir machen den Witz. Ah, Scheiße. Martinieu versteht ihn aber nicht. Die haben die Sakristei geplündert! Sakrileg! Oh nein. Oh, möge Gott ihnen zurückzahlen, was ihnen gebührt! Bruder Martinieu, beruhigt euch! Sicher können wir alles ersetzen, Martinieu. Wozu braucht ein Benediktinerkloster überhaupt goldene Kelche? Ich meine ja nur, wo kann man auch das Sakrament empfangen? Ich glaube, er versteht keinen Witz. Wir können es wahrscheinlich ersetzen. Warum geht es nicht? Sie haben den Leib und das Blut Jesu Christi geschändet. Eine große Sünde. Bruder Martinieu, bitte. Verzeiht, Vater. Also, Andreas, habt ihr bereits eine Idee, wer der wahre Mörder ist? Ich habe einige Ideen. Tatsächlich? Nun, ich denke, ich sah in jener Nacht die Mörder davonlaufen. Ich könnte euch bei den Ermittlungen helfen. Was habt ihr gesehen, Guy? Ich glaube, wir trauen ihm natürlich kein Wort, was er sagt. Aber wir wollen mal gucken. Weil ich glaube nämlich, die Person, die er beschuldigt, wird unschuldig sein. Und vielleicht hilft uns das, womöglich einen weiteren Verbündeten für unseren Fall zu finden. Die Person trug ein Festtagskostüm, glaube ich. Also kann es natürlich keiner der Brüder gewesen sein. Und dunkles Haar. Ja, sicherlich keiner der Brüder. Naja, ich meine, welcher der Brüder hätte schon dunkles Haar, ne?
Das könnte fast jeder Interesting sein, das ist überhaupt keine Hilfe. Das habe ich gesehen, bei Gott, ich schwöre es. Danke, Bruder Guy. Ich bin sicher, Andreas wird dich berücksichtigen. Ja, das ist überhaupt nicht nützlich. Außer, dass er quasi gesagt hat, dass er es nicht war, weil die Person ja dunkles Haar hat und die Leute in der Kirche entweder kein Haar oder blondes Haar haben. Wow, danke, 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 danke. Nützlich wie immer. Nun, es ist gut, dass ihr alle sicher und wohlbehalten seid. Andreas wird gewiss bald alles in Ordnung bringen. Danke, dass ihr uns gestattet, das Mahl mit den Bürgern zu teilen, Vater Haupt. Bruder Vjoslav? Es ist schön, dich zu... Ach nee. Es ist schön, dich zu sehen, Mathilda. Sie ist deine Schwester, Bruder Vjoslav. Ja, ich bin froh, dass es euch gut geht, Schwester. Möget ihr mit Gott gehen. Und ihr ebenso, Bruder. Bitte dankt Mutter Illuminata, Schwester Gertrude und Andreas. Wir verlassen uns auf euch. Bitte sputet euch mit den Ermittlungen. Natürlich, Vater, ich werde mich beeilen, so gut ich kann. Ich werde so gründlich sein, wie ich kann, Vater. Ich tue dies, damit Tassin Gerechtigkeit widerfährt, Vater, nicht für euch. Natürlich, Vater, wir können die Bibliothek nicht gefährden. Ich muss sagen, der Bibliothekshintergrund, der sag ich mal ein bisschen awkward. Ich werde so gründlich sein, wie ich kann, Vater. Kommt, Andreas, wir gehen besser zurück, ehe Karl argwöhnisch wird. Ja, Kaspar. Auf bald, Vater. Ja, wir müssen da aber nochmal durch. Oder hat der... Oder hat er jetzt diese Heilsuppe bekommen? Herrje, wir haben keine Zeit, tatsächlich sauber zu machen. Wir müssen einfach hoffen, dass sie nicht noch einmal hier herunterkommen. Endlich! Wie lange dauert es denn, eine alte Krypta zu reinigen? Das war eine halbe Ewigkeit. Nun, was hast du erwartet? Du und deine plündernden Kumpanen haben die halbe Nacht lang dort gehaust, wie Untiere. Wie auch immer, bald ist Wachablösung, Beeilung, verschwindet. Danke, dass ihr uns begleitet habt, Andreas. Wir berichten Mutter Illuminatia, wie es den Brüdern ergeht. Viel Glück mit euren Ermittlungen. Shit. 10 Stunden verbleiben noch. Wir haben noch die Nacht. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte. Gott sei Dank. Wir haben noch Zeit. Aber 10 Stunden. Unser Charakter hat, glaube ich, beim letzten Mal 9 Stunden verschlafen. Ich glaube, wir werden nur noch diesen Moment haben, um alles herauszufinden. Bevor, weil ich meine, wenn wir aufstehen, müssen wir, werden wir wahrscheinlich die, direkt die Mission quasi haben, aufzubrechen, um das Urteil zu fällen. Ah, scheiße. Und es sieht aus, als wäre keine Folge ohne ein Tier zu streicheln vollkommen. Mäusefänger. Ich hoffe, du leistest gute Arbeit. Sieht so aus, als würden allerdings alle schon schlafen. Ob wir nochmal was Neues finden? Okay. Schwester Sena? Seid gegrüßt. Okay. ein bisschen scary, to be honest. Ich denke, die meisten Leute werden schlafen. Ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwas finden werden. Ist so ein bisschen die Frage, was meint ihr? Gäbe es jemanden besseren, mit dem wir hätten essen sollen an dieser Stelle? Die Wache hat sich nicht geändert. Noch nicht. Aber wird sie über Nacht gewechselt. Müssen trotzdem nochmal in die Krypta rein. Nur um sicher zu gehen, dass Bruder Edok auch die Suppe erhalten hat. Das war ziemlich unlogisch, wenn das nicht funktioniert hätte. Aber, wir sollten da sicher gehen. Ich habe Schwester Gertrude gegen eure Schmerzen anrühren lassen. Oh! Das hättet ihr doch nicht. Die anderen... Wenn ihr euch um andere sorgt, so muss ich mich um euch sorgen. Wenn ich euch nicht helfen kann, dann bin ich vollkommen gescheitert.
Silorian kümmert sich um die anderen. Ihr seid es, der auf der Schwelle steht. Jetzt trinkt die Brühe. Das tun wir. Ich werde euch danken, Andreas. Ruht nun, Bruder Edok. Der komische Patient. Haben wir freigeschaltet, ein Achievement. Gott segne euch, Andreas. Wollen wir was Neues mit Gernot bereden? Wollen wir weiter was mit Guy besprechen? Ich weiß nicht, ob wir noch mehr uns verplaudern wollen. Ich glaube, der Abt hat uns ja davon abgeraten. Ich glaube auch irgendwie echt nicht, dass der Abt dahinter steckt. Oder Vyoslav hat sich fast verplappert. Gut, die gute Tat haben wir auf jeden Fall hier schon mal erledigt. Mal gucken, wen wir noch alles erreichen können. Ich denke mal, dass viele der Häuser verschlossen sein werden. Wir sollten wahrscheinlich nicht den Haupteingang rausnehmen. Wir hätten eventuell die Beichte ablegen können, aber vielleicht können wir das noch immer tun. Ich weiß nicht. Aber, ich meine, hat uns das gebracht? Wir wollten die anderen bei der Beichte belauschen. Das könnten wir ja noch immer machen, ne? Warte mal ganz kurz. Wo ging, wenn wir hier rausgehen? Ins Dormitium. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine Spur. Bin mir nicht sicher. Im Skriptorium. Wir gehen natürlich einmal die ganze Map durch. Es ist vielleicht die letzte Gelegenheit, noch einen Hinweis zu finden. Aber, ja, scheiße. Wenn die Leute alle schlafen sollten, haben wir wirklich ein Problem. Die haben auch alle hier nichts Neues zu sagen. Oh Leute, ich mach mir Sorgen. Ich glaube, ich bin unsicher. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, werden wir Bruder Guy verdächtigen. Der bleibt mein Hauptverdächtiger. Auch wenn ich noch immer nur glaube, dass er Handlanger von Thomas ist. Habt ihr irgendeine Idee, wo ich noch hin könnte? Also hier haben sie wohl ordentlich getrunken. Der Abt scheint wohl den größten Weinvorrat von allen zu haben. Vielleicht hätte ich Ihnen ein Buch mitnehmen können. Scheinbar nicht. Das ist also nicht die Küche. Nee, ne? Ja, wir greifen auf jeden Fall nach ihrem Strohhalm. Möchte. Sie wird verhungern, die arme Katze. Aber vielleicht sind wir auf der ganz falschen Spur. Es verwirrt mich so ein bisschen, dass halt das Ding halt auch in den Frauenabteil der Kirche führt. Ob das einfach nur Zufall ist? Oder ob das tatsächlich was mit dem Mord zu tun hat. Wer hätte denn was in der Krypta bemerken können? Ja, dann müsste die Person auch immer durch den Dings laufen, ne? Durch den Garten oder halt durch ein, zwei Räume, bis sie ankommt. Oder halt durch draußen. Es ist noch immer nicht so unauffällig für eine fremde Person, die nicht zum Kloster gehört.
So, ich glaube, hier haben wir alles abgearbeitet. Das Gasthaus wird verschlossen bleiben. Ich hätte jetzt natürlich gerne noch einmal vorher, bevor wir die zum Essen gegangen sind, uns umgeguckt. Gehen wir erstmal in den Wald? Ich weiß gar nicht, können wir da... können wir nochmal weiterlaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir weiterlaufen wollen, brauchen wir mehr Zeit. Können wir nicht mehr weiter. Schade, das heißt, das eine Ding, was wir da hinten gesehen haben, werden wir nicht mehr aufrätseln können. In der letzten Folge. Ach ja, gut, die Blumen. Nichts Neues hier. Wir sind bald gleich alle Screens durchgelaufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Let's Play. Wenn es euch gefällt, lasst doch ein Follow oder Like da. Schaut live auf Twitch vorbei. Und was meint ihr? Wer ist der Mörder? Was gefällt euch gut an dem Spiel? Was gefällt euch weniger gut am Spiel? Adam übrigens hat auch kein schwarzes Haar. Der Köhler. So. Zur Wiese kehren wir später zurück. Gucken, ob Thomas noch hier ist. Ich wundere mich noch immer, was dieses Labyrinth sein soll. Aber wir finden da keinen neuen Hinweis. Ja, scheiße. Und die sind ja auch alle nicht mehr da. Ich glaube, unsere Suche wird ziemlich erfolglos sein. Wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten 5 Minuten hier rumlaufen, ohne irgendetwas zu finden. Wait. Das ist eine neue Zeichnung, oder? Hasen. Ein Reiter. Ein Monster. Wer könnte die angezeichnet haben? Waren die schon letzte Folge da? Ich weiß es nicht. Shit, kommen wir noch irgendwo hin? Komm, irgendein Haus muss doch noch offen sein. Schlafen alle. Selbst der Erfinder schläft. Beim Arzt leuchtet noch Licht. Wir gucken jetzt nochmal drauf. Ja, wir sind aber auch gleich schon durch. So viele Sachen gibt es gar nicht mehr zu durchsuchen. Ne, da kommen wir nicht lang. Ah, ich hasse diese Nächte. Aber ja, im Endeffekt ist da eigentlich nie was Besonderes. Interessanterweise, ne, dieses Haus ist jetzt natürlich auch im Besitz von Thomas. Das könnte natürlich auch ein geheimer Operationsort sein. Wir können da leider nicht reingucken. So, das ist glaube ich schon der letzte Screen, den wir laufen können, ne? Ja. Okay. Es hat sich absolut nichts getan. Ich glaube, wir waren jetzt an jeder Stelle, zu der wir hätten laufen können. Wir müssen zurück ins Gasthaus. Das war nicht sehr erfolgreich. Ich glaube auch nicht, dass wir im Gasthaus irgendwas nochmal tun können. Können wahrscheinlich mit den Leuten reden, aber bringt uns auch nichts. Wir werden wahrscheinlich aber nochmal einen Traum haben, ne? Denke ich mal. Wir laufen mal ganz kurz bis zur Mitte. Oh, shit. Bin echt unsicher, was wir hier machen. Vielleicht hat Kilian noch mal was zu sagen. Nee. Der feige Nico. Der mysteriöse Samuel. Das ist noch immer der komischste. Shit. Wir sind durch, Leute. Wir können nichts tun. Hanna. Was könnte sie für uns tun?
Manchmal sehnt ihr euch doch sicher nach einem angenehmen Zeitvertreib, um euch Luft zu machen. Ich verstehe nicht ganz, Andreas. Ich weiß, was ihr in den römischen Ruinen treibt. Ich weiß, dass ihr euren Mann mit Lennart betrügt. Aber Lennart, Tanner, ihr könntet es besser treffen. Ich glaube, wir sollten das ansprechen. Woher wusstet ihr das? Hat Lennart es euch gesagt? Ich habe euch... wir sollten uns nicht verraten. Das war nicht schwer zu erkennen. Boah, damit können wir vielleicht ein bisschen bluffen. Weiß Nico es? Ja. Himmel. Verdammt, Andreas. Was wollt ihr denn von mir? Oh, unser Redner-Background. Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Ich frag mich, warum der so wenig benutzt wurde. Das, was am wichtigsten ist, die Wahrheit, ein Geschenk unseres Herren. Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Lennart gut aussieht. Er erstarkt und direkt. Oh nein, Leute. Wo bin ich? Das will ich nicht hören. Er weiß, was er will. Ein echter Mann. Ja gut, Nico ist echt nicht so der Burner, das stimmt. Nicht jemand wie Nico. Nico ist so langweilig, schwach. Vermeidet es, Positionen zu beziehen. Vermeidet es, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich verstehe, und wenn es um schwierige Entscheidungen geht... Oh, shit. Wenn ihr so bereit wart, euren Ehemann zu betrügen, wette ich, dass ihr alles tun würdet, um das Ganze zum Lauf zu halten. Guter Gott, Andreas! Beschuldet ihr mich des Mordes Ottos? Ich war anderer Meinung als Otto, aber warum sollte ich ihn töten wollen? Seht euch um! Geht es Tassing besser, nur da er tot ist? Erst droht ihr mir damit, meine Familie zu ruinieren und jetzt dies? Wenn es sonst nichts gibt, das ihr braucht, werde ich mich derlei Aberwitz nicht mehr anhören. Wir sagen nichts. Guten Tag. Shit. Aber, also, ich bin trotzdem nicht unzufrieden mit unserer Entscheidung. Wir haben klar ein Schiff gebracht. Das ist mir irgendwie wichtiger, als jetzt da irgendeinen Erfolg im Spiel zu haben. Alle wissen, was auf dem Tisch steht, und an der Stelle müssen sie selber jetzt die beste Entscheidung treffen, meiner Meinung nach. Ein letztes Mal zum Schlafen. Wahrscheinlich ein letzter Traum. Kein letzter Traum? Wir scheinen nicht ins Himmelreich abzudriften. Andreas, steht auf. Und weckt eure Jungen auf. Die Musik ist geil. Was ist geschehen? Wir beenden es. Ihr werdet in der Allmende gebraucht, jetzt. Gehen wir. Wir stellen die Fragen, Maler. Schon gut. Wir ziehen uns an und kommen. Okay. Das ging doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Kaspar. Wach auf. Meister Andreas. Was ist denn los? Es ist mitten in der Nacht. Was geht in der Allmende vor sich? Und die anderen sind hier, um uns zu holen. Müssen wir uns Sorgen machen, Meister Andreas? Keine Sorge, ich werde dies nicht geschehen lassen. Du bleibst unversehrt. Peter scheint wütend zu sein, aber uns sollte nichts geschehen, denke ich. Nichts sagen. Keine Sorge, ich werde dir nichts geschehen lassen. Du bleibst unversehrt. Peter scheint wütend zu sein, aber uns sollte nichts geschehen, denke ich. Wir hoffen einfach auf das Beste. Gut, jetzt da alle hier sind, können wir anfangen. Okay. Womit? Wir machen Ottos Mörder den Prozess. Ihr habt die Beweise. Seid ihr verrückt, was ist mit dem Gesetz? Wir sollten auf einen Richter warten und es nicht selbst entscheiden. Ich hab mich für einen Prozess geweckt. Peter, der Herzog, wird jedes Anzeichen einer Rebellion im Keim ersticken. Wir dürfen das nicht zu weit tragen. Ich finde, die anderen Optionen sind... Das ist ihm scheinbar egal. Und wir sollten ihn hier nicht noch weiter provozieren. Deswegen nehmen wir die zweite Option. Ja, verdammt! Das haben wir! Ihr hattet eure Zeit und wir fordern Gerechtigkeit. Jetzt! Nun, was habt ihr herausgefunden? Wir warten.
Wartet. Ich hatte kaum einen Tag, um alles zu untersuchen. Ich kann nicht direkt zum endgültigen Schluss kommen. Antworte! Antwortet! Gebt uns einen Namen! Ihr solltet lieber eine verdammte Entscheidung treffen, Maler. Sonst wird die verdammte Abtei niederbrennen. Jetzt kommt die Hebamme. Scheiße, da hat es mich noch mega interessiert. Will was wissen, wo die Hebamme kommt. Nebenan liegt... Okay, die ist scheinbar noch nicht. Das ist gut, dass das noch nicht passiert ist. Dann ärgere ich mich nicht, dass ich da noch nicht war. Nebenan liegt eine Frau in den Wehen. Dieses Verhalten ist schändlich. Wenn sie das Kind euretwegen verliert, wird es auf euren Seelen lassen. Agnes hat recht. Ich weiß, dass ihr Gerechtigkeit für meinen Mann fordert, für eure Freunden. Aber ich möchte nicht, dass alles noch schlimmer wird, als es schon ist. Bitte, Vater, gibt Andreas noch ein wenig mehr Zeit. Na gut. Andreas, ihr habt bis zur Geburtszeit. Danach werden wir unsere Gerechtigkeit einfordern. Arbeitet schneller! Das ist die richtige Entscheidung, Peter. Danke, Agnes. Danke. Oh oh. Der des Kaisers von Bayern, Gesandter, Tristan. Guten Abend. Ist es in Tassing üblich, mitten in der Nacht die Bevölkerung in der Allmende zu versammeln? Wir tun, was nötig ist, dann, wenn es nötig ist. Wer will das schon wissen? Mein Name ist Tristan von Frauenberg. Ich bin hier auf Geheiß des Herzoges von Bayern. Der Titel wird gemeinsam von zwei Brüdern gehalten, Ludwig dem 10. und Wilhelm dem 4. Beide wollen die Bauernaufstände niederschlagen. Das ist ja schon mal großartige Karten. Der Herzog hat Kenntnis darüber, dass ihr über die 12 Artikel gesprochen habt und diese verbreitet. Er weiß außerdem, dass ihr mitten in der Abtaustiersau über die Bedingungen der Besteuerung und Landnutzung diskutiert habt. Der Herzog ist gnädig. Er will Tassing für diese Dispute nicht bestrafen. Aber seine Gnade kennt Grenzen. Dem Herzog ist es zu Ohren gekommen, dass ihr den Abt und die Mönche aus Tiersau in die Abtei eingesperrt habt. Das ist eine Demütigung, eine Rebellion. Dafür kann es weder Verständnis noch Gnade geben. Ihr habt bis zum morgigen Abend, um die Abtei von Kirsau zu verlassen und den Abt und alle Mönche freizulassen. Wenn dies nicht erfolgt, werden die Soldaten des Herzoges in die Stadt vorrücken und die Abtei mit Gewalt einnehmen. Scheiße, ich habe schon die letzte Folge Eskalation genannt. Was wird denn die nächste Folge sein? Totale Eskalation? Eskalation hoch 2? Oder können wir sie Deeskalation nennen? Ich weiß es nicht. So sicher wie die Nacht auf den Tag folgt, so sicher ist es, dass sie jeden Mann und jeden Jungen töten werden, der sich ihnen in den Weg stellt. Was? Gott, steh uns bei. Nein, 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 oh Gott. Wir wollten den Abt niemals bedrohen, mein Herr. Er hat unsere Forderungen nicht erhört. Wir hungern. Diese Schritte waren nötig, da die Stadtbewohner ebenfalls unter den erhöhten Abgaben des Abtes leiden. Der Herzog hat die Beschwerden der Stadt zur Kenntnis genommen und hält sie zum Teil berechtigt. Er meint, dass es beim Wort Moratorium und bei der Nutzung des Waldes für Holzzugeständnisse geben könnte. Natürlich nur unter der Bedingung, dass der Abt unversehrt freigelassen wird. Und was erhalten die Bauern? Was ist mit unseren Abgaben? Was ist mit dem Recht, die Wälder zum Weiden und zum Fischen zu nutzen? Der Herzog ist nicht gewillt, weitere Zugeständnisse zu machen. Ihr könnt den Abt freilassen und annehmen, was euch angeboten wird, oder euch widersetzen und die Folgen zu spüren bekommen. Er wird euch wenig bringen, bis auf Stahl und Feuer. Morgen bei Sonnenuntergang. War der Mann angezeichnet an den Ruinen? Da war auf jeden Fall so ein Mann auf dem Pferd mit einer Fahne, oder? Ich hatte ihn vorher kommen sehen.
Ein weiterer Mord, unsanftes Erwachen. Boah, Leute. Das geht schnell ab. Letzte Stunden. Die Soldaten rücken an. Wir müssen uns um die letzten Optionen kümmern. Ich weiß gar nicht, was wir an dieser Stelle am besten machen wollen. Habt ihr Ideen? Ich meine, klar, wir werden überall durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir in der Tat irgendwas Neues finden werden. Habt ihr darüber nach... So, der ist ein bisschen ängstlich. Habt ihr darüber nachgedacht, allen eine Runde auszugeben? Wenn ihr das tut, werdet ihr aber noch eine ganze Weile hier sein. Eine Option haben wir also schon mal noch. Ja, Leute. Was meint ihr? Wohin sollen wir als nächstes gehen? Ich mache mir darüber Gedanken. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde aber sagen, an der Stelle... Da sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist halt so ein bisschen die Frage, was wir jetzt machen, ne? Ich weiß es nicht. Aber ja. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.